Da gibt es wieder jede Menge zu besprechen. Das wollen wir tun mit Professor Carsten Watze. Der ist Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ich grüße Sie ganz herzlich. Schönen guten Tag, Frau Ohm. Schauen wir mal auf all die Menschen, die so ihre Probleme haben mit dem Impfstoff von AstraZeneca. Warum sollten die einen Impfstoff nehmen, über dessen Nebenwirkungen ja doch vielfach geklagt wird? Ja, aber ich glaube, das ist eher ein mediales oder ein Imageproblem. Also aus wissenschaftlicher Sicht ist dieser Impfstoff genauso sicher wie die anderen beiden zugelassenen Impfstoffe. Das Einzige, was auftritt, ist, dass diese induzierten Nebenwirkungen vermehrt nach der ersten Dosis bei AstraZeneca auftreten. Bei den mRNA-Impfstoffen ist es andersrum, bei der zweiten Dosis. Aber generell sind alle drei Impfstoffe sehr, sehr sicher. Weiß man mittlerweile schon mehr, wie AstraZeneca bei älteren Menschen wirkt oder auch nicht wirkt? Da gibt es aktuell eine Studie aus Schottland, wo gezeigt wurde, dass ungefähr 30 Tage nach der ersten Dosis von AstraZeneca 94% aller Krankenhauseinweisungen durch Covid-19 verhindert worden sind. Und das war auch zu über 80% der Fall bei den über 80-Jährigen sogar. Das heißt, da sieht man schon, der Impfstoff wirkt sehr, sehr effizient auch bei den Älteren. Und deshalb gehe ich davon aus, dass die Ständige Impfkommission auch hier die Einschränkungen sehr bald zurücknehmen wird. Was weiß man mittlerweile auch darüber, wie gut das AstraZeneca-Vakzin Ansteckungen verhindert? Dazu kann man sagen, dass ja generell jede Art von Infektion, sowohl die asymptomatischen als auch die symptomatischen Infektionen, durch die Impfung um ungefähr 60% bis 70% reduziert werden. Und wer natürlich überhaupt nicht infiziert ist, kann auch keinen anderen anstecken. Das heißt, da habe ich auf jeden Fall schon mal diese Weitergabe verhindert. Und des Weiteren kommt es dazu, dass Leute, die trotzdem sich noch anstecken, dass da die Virusreplikation durch die Impfung vermindert wird und sie dann weniger ansteckend sind. Das heißt, das ist nicht so ein Schwarz-Weiß-Ergebnis, bin ich noch ansteckend oder nicht, sondern die Virusweitergabe wird sehr, sehr stark vermindert. Herr Professor, was soll aus Ihrer Sicht mit den überschüssigen Dosen von AstraZeneca geschehen, die ja zurzeit durchaus an einigen Stellen rumliegen, zu gut Deutsch, und verschmäht werden? Was machen wir damit? Genau, also das ist eigentlich nicht hinzunehmen, weil wir haben da ungefähr 1 Million Dosen liegen und es wird auch keine Dosis oder sollte keine Dosis zurückgehalten werden für eine zweite Impfung, weil diese zweite Impfung muss erst in 3 Monaten stattfinden bei dem AstraZeneca-Impfstoff. Und so lange Impfstoff ungenutzt rumliegen zu lassen, wäre fahrlässig. Dementsprechend muss es jetzt so schnell wie möglich passieren, dass Leute ein Impfangebot bekommen. Die Impfung ist freiwillig. Wenn sich jemand nicht mit AstraZeneca impfen lassen möchte, dann ist das seine Wahl, dann bleibt er halt ungeschützt und dann muss dieser Impfstoff demnächst nächsten angeboten werden. Und wenn wir dann in die nächste Priorisierungsgruppe kommen müssen oder noch weiter runtergehen müssen, dann ist das so. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn der Impfstoff ungenutzt bleibt. Schauen wir auf einen weiteren Aspekt, der heute aufgeploppt ist. Und da müssen wir nach Österreich gucken, denn der dortige Kanzler will jetzt eine Impfallianz mit Israel und Dänemark eingehen. Was halten Sie davon, da quasi im nationalen Alleingang Zulassung und auch Beschaffung von Impfstoff zu regeln, vorbei an der EMA und der EU? Davon halte ich relativ wenig, ehrlich gesagt, weil wir haben in der EU ja diese Zulassungskriterien, dass wir gerade den Leuten versichern können, das ist ein Impfstoff, der ist durch die klinische Studie durchgegangen. Da haben Experten, unabhängige Experten noch drauf geguckt. Von daher könnte ich mir das für Deutschland ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir hier zum Beispiel den Sputnik 5 Impfstoff aus Russland oder irgendeinen chinesischen Impfstoff ohne eine Zulassung durch die Europäische Arzneimittelbehörde hier einsetzen würden. Aber Israel ist ja eines der Länder, die gute Erfahrungen mit der Art und Weise, wie sie Impfen gemacht haben. Ein Land, das auch über fantastische Wissenschaftler verfügt. Warum da ihr Unbehagen? Nein, es geht ja gar nicht darum. Die Leute in Israel haben ja auch den BioNTech-Pfizer-Impfstoff. Den haben wir auch. Die sind uns natürlich insofern voraus, weil sie sehr aggressiv eingekauft haben. Da muss man aber auch ehrlicherweise sagen, das Land Israel hat ungefähr 1/10 der Einwohner, als was wir in Deutschland haben. Das heißt, die haben gerade mal doppelt so viele Dosen verimpft wie wir hier in Deutschland. Aufgrund der Größe des Landes haben sie damit natürlich einen Großteil ihrer Bevölkerung schon geschützt. Aber die arbeiten mit dem gleichen Impfstoff. Das heißt, da würde uns das nicht dazu bringen, mehr Impfstoff zu bekommen, ehrlich gesagt. Herr Professor Watzel, ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Restnachmittag. Dankeschön Ihnen auch. Danke.